Da links. Na. Guck mal, wo das hinführt. Diese Lautstärke. Ja, lass dich davon nicht beeinflussen. Ich glaube, das hörst du wirklich nur du so laut. Ja, guck, wenn er da zum Beispiel steht, wo er jetzt steht, also wird er gleich wieder einmal rumgehen und, ne, der geht ja hier einmal im Kreis sozusagen. Dann kannst du doch einfach da und dann rechts da raus. Da müssen wir rein hinten. Ja, genau, jetzt kommt er hier rum. Dann geht er einmal und da steht ja Ewigkeiten scheinbar da hinten an der Stelle. Ja. Und dann kannst du einfach easy in ihm vorbei. Dass man hier nicht drüber gucken kann, das wäre optimal. Dass ich da einfach ihn sehen könnte, wenn er sich bewegt. Kannst du ihn nicht hören? Ne, die sind mega leise. Geh mal gucken. Ja, go. Dann direkt rechts. Dahinter. Da liegt was auf dem Tisch. Komponente B, perfekt. Und dann hier irgendwie gleich rechts durch die Tür, wenn er gerade nicht guckt, wenn er vielleicht mit beschäftigt ist oder so. Ja, warte, wenn er wieder zurückgeht. Bleib erstmal da so, ist so perfekt. Weil da guckt er jetzt auch ganz in die andere Richtung. Ja, aber du weißt nicht, wenn er sich ruckartig umdreht gerade jetzt. Ja, das ist richtig, aber wenn er da länger schlicht. Wenn er da länger stehen bleibt, ist es vielleicht sogar sicherer, wenn er da steht. Ja, ich glaube, so ist schon ganz gut. Jetzt kannst du. Go. Aber bei dem anderen. Go. Habe ich Angst, dass ich mich in seinem peripheren Blickfeld befinde. Der hat kein peripheres. Das ist ein Android, der hat kein peripheres Blickfeld. Oh, jetzt mir hinter die Kiste. Easy. So, jetzt mal auf die Karte gucken. Wir müssen quasi geradeaus da weiter, also nicht da runter eigentlich. Wir sind hier irgendwie schon in dieser einen Abzeugung vom. Ach nee, Quatsch, sind wir gar nicht. Das ja, ich war gerade irgendwie dabei, wir sind da, wo sich der Pfeil die Pfeilspitze befindet, aber nee, das ist ja, das da, wo wir hingucken. Ja, sollen wir dann vorher trotzdem unten gucken, oder? Ja, weiß ich nicht, wo geht's denn da hin? Also wirf mal einen leichten Blick da. Da geht's ja nur quasi da runter. Monitoring Hall geht's da hin. Geht's da auch noch runter? Ja, wir müssen auf jeden Fall Richtung Internal Communications, auf jeden Fall. Guck, der sieht einen Scheiß. Ja, geh einfach und dann können wir mal schauen, wo wir hier lang kommen. Das sieht gut aus, da der Raum. Was? Irgendwas hat sich eben bewegt da. Irgendwas bewegt sich hier gerade. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Kann ich hier drin eigentlich auch gucken? Ja. Ja, irgendwer versucht da jetzt zu funken oder was auch immer, ne? Ach, jetzt hänge ich hier wieder so komisch fest. Drück mal L1. Ich habe eh nichts mehr gehört. Ich würde da, also wir glaube ich auch nicht reingehen. Da liegt was auf dem Tisch auf jeden Fall. In der Mitte von dem Ding. Wo ist da hinten einer? Ja, aber der steht da irgendwo. Ja, ja. Also hier jetzt quasi auch da reinkommen können in diesen Bereich, wo du jetzt hier gerade drin bist. Das war dieser. Ja. Da ist nix. Geh mal zu dem Tisch in der Mitte von dem Ding. Hier sind Geräusche. Ja, guck doch mal mit dem Bildungsmann, dann guck dir einmal Rundumblick und dann weißt du, ob einer da hinten vor dir ist. Genau einer. Oh Gott. Naja, ich weiß. Ich hatte nur gerade die falsche Taste gedrückt. Hier, da, nee. Ich dachte eigentlich, da liegt irgendwas, aber tut nicht. Hat der mich gesehen? Der würde dich ansprechen. Und dir seine Hilfe anbieten und einen guten Tag wünschen. Aber ich greife ihn ja nicht an. Ein Speicherpunkt wäre irgendwie auch mal wieder ganz cool. Ja. Aber eigentlich geht's. Ja. Wenn wir nicht 20 Minuten bis hierhin gebraucht hätten, ne? Hi. Da steht da einer. Das ist richtig.
Guck mal auf die Karte am besten, ob wir da geradeaus durch können oder wo wir am besten lang gehen. Ja, geht nur da durch. Da oder oben lang? Ich glaube nicht, dass es oben lang durchgeht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Also ich würde auf jeden Fall auch unten da in den Raum, also von hier aus gesehen jetzt unten im Raum nochmal reinkommen. Dann müsste ich nicht mittig durch den Raum durchgehen. Probier, aber ich glaube nicht, dass es geht. Ich weiß halt nicht, wo jetzt überall noch welche stehen von denen. Ah, hier sind Kameras, sind das wie, oder die auf jeden Fall solche bewegenden. Ich glaube, dass hier zu ist. Dass du da quasi nur rechts abbiegen kannst. Ja, das meine ich. Also, dass ich aber hier. Also, da steht rechts steht halt einer. Naja, da. Ne? Der läuft jetzt auch noch rechts rüber. Der ist aber halt alleine. Also. Jetzt könnte ich hier runter und da durch. Ja, oder hinter dir? Was ist da noch? Ich glaube, du musst da eh nämlich da runter. Mal hier und dann links, direkt ins Dunkel erstmal. Human Employee Recreation. Okay, gucken auf die Karte. Ja, die sieht doch gut aus. Ja. Gut ist die Frage, was da jetzt sich noch, wenn wir da geradeaus weitergehen, ob da noch irgendwas sein könnte. Links weiter, da war ein Loch im Boden. Da müssen wir eh hier weiter, das wird so angezeigt. Mal zum Verstecken. Ist das nicht speichern? Ne, das ist umprogrammieren. Ach shit. Da liegt wer hinterm Tisch. Hab's dir gesagt, da liegt wer hinterm Tisch. Ja. Yeah. Mängel entdeckt. Der wurde scheinbar auf jeden Fall schon erwischt. Oder der ist einfach nur beschädigt gewesen. Alarmsystem wieder erstmal ausschalten, Kamerafeed ausschalten, Beleuchtung ausschalten. So, was können wir? Türskopf aktiv, jawohl. Kamerafeed und Luftreinigung würde ich. Ich glaube, ich würde das ausmachen tatsächlich. Also ich meine, Luftreinigung ist wirklich schlecht. Okay. Jetzt die Frage nur, wo die Türen sind, die wir aufgemacht haben. Ja. Guck mal rechts rüber mit dem Rechtsstick einfach. Da oben. Okay, also das wir sind in diesem viereckigen Raum quasi genau über dem RW. Also wenn wir rausgehen quasi. Und dann nach links, da rum. Ja. Die Tür haben wir jetzt geöffnet. Das eine von denen. Und die andere ist die. Genau, die andere ist quasi da drunter. Das sind die beiden Türen, die wir aufgemacht haben. Okay. Also da müssen wir aber dann noch einen Raum tiefer gehen. Ja. Also hier raus und dann links quasi. Hier bewegt sich was. Ja, guck doch. Boah. Warum? Ich weiß es auch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir dann, auch wenn wir den Revolver ausgewählt haben, mit R2 nicht direkt schießen, dank dir jetzt. Ja, stimmt. Das ist auch schon mal viel wert. Gott, wäre das schlecht, wenn ich jetzt geschossen hätte. Ein bisschen synthetischer gekommen, ein kleines Alien. Vielleicht hätten sie sich dann gegenseitig getötet und wir hätten das Ganze hier in Ruhe erkunden können. Easy peasy. Insbesondere das Alien, das Namensgebende, was dann getötet wird. Ja. Der Raum müsste auf sein. Ja. Okay. Der wird gerade geladen, scheinbar.
Wo kommen die Schritte her? Das sieht mir so verdammt nach Falle aus. Wieso? Na, weil da nichts drin war. Vielleicht musst du da später irgendwie noch hin. Aber hier ist ja nichts. Ja, vielleicht brauchst du einen von den Androiden später oder so. Ja, okay, das kann natürlich sein. Dann kannst du, glaube ich, nur über die Treppe raus, links. Nee, hinter dir. Links halt. Da. Ah ja. So, der andere, die andere Tür war jetzt hier unten, ne? Ja. Oh, hier ist ein... Wird mich ja wahrscheinlich... Also da ist doch irgendwas abgebildet, irgendein Terminal. Was? Nee, mach mal Legende auf. In dem Raum, wo du gerade drin warst. Dreieck, mal, ja, Dreieck. Gerät, Werkzeug, Waffe. Ist auf jeden Fall dran. Habe ich das jetzt übersehen, oder? Scheinbar ja. Da haben wir erstmal nur eine Karte. Steh doch mal auf, bitte, einfach. Dann sehen wir auch vielleicht ein bisschen mehr. Guck nochmal auf die Map, ob das einfach die Ausweiskarte war, die gemeint war. Ja. Okay. Alter. Alles cool, die chillen da. Aber die Musik ist gerade noch hektischer geworden als... Ja, alles gut. Ich höre keine Musik, von daher kann ich das immer beruhigend einstreuen. Ja gut, dass hier nicht dunkel ist. Nach links? Ja, geht aber, glaube ich, in die falsche Richtung. Nee, nee, geht nach rechts. Nur wenn es da rumsitzt, ist es sowieso zu spät. Liegt da vor dir was? Nee, passt. Ja, nee, war nur dieses Ding. Hat er sich irgendwie gespiegelt. Okay. Ja, das war schon mal perfekt. Sind das da hinten Augen, oder? Nee, das ist Wandbeleuchtung. Guck mal auf die Karte, wo wir sind genau. In dem Raum. Da hier haben wir rechts die Tür aufgemacht, rechts von uns. Ja. Hätten wir gar nicht machen müssen, hätten wir nämlich aber hier durchgehen können, aber okay. Ja, dann nutz doch mal den PC. Oder geh erstmal auf den Tisch. So, okay. Fehler nicht gestattet, Server nicht gestattet, genauso. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Mina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir sie darauf hinweisen, dass sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Okay. Also Weyland Yutani hat auf jeden Fall Kontakt zu dem Sicherheitsbeauftragten hier von der Station aufgenommen. Vorne ist auch so ein Schränkchen. Das ist leer. Das ist schade. Ich glaube, du kannst einfach aufstehen, weil hier ist nichts. Ja, da ist Alkohol auf dem Tisch. Ich will ja so ein Knacken, ey. Oder nicht ein Knacken, so ein Tropfgeräusch. Ja, hier ist ja kein Lüftungsschalter, da kann hier auch nichts tropfen. Relativ simpel. Soweit ist die Spielmechanik schon mal klar. Da vorne ist noch so eine Neuverkabelung. Ja. Kannst du nochmal rangehen? Ach, Tür bleibt doch zu. Ach, hier eine Achievement nach dem anderen. Ja, 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 ja. 1A. Also, das ist Luftreinigung, kannst du mal ausschalten. Und das ist quasi das. Ja, okay, das ist dasselbe Ding, was wir vorhin schon bedient haben. Passt eigentlich. Ja, du siehst keine Luftreinigung. Ich kann nur überlegen, ob ich die Türzugriff hier zumache. Kannst du machen. Wo müssen wir denn weiter? Links wahrscheinlich, ne? Links ist auf jeden Fall ein Lüftungsschacht. Ja, nochmal Türzugriff zu. Ja, also Luftreinigung aus, ja, ist besser. Ja, das reicht. Also wir sehen zwar auch nichts mehr, aber... Ich glaube, hier rechts war der Lüftungsschacht.
Nee, links weiter. Da rechts. Hier ist sogar hell drin. War voll nett. Wo kommen wir hier hin? Wollen wir da hin? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, ich würde aber trotzdem einmal kurz reingehen, weil dann haben wir den Raum entdeckt und der dürfte dann ja auch auf der Karte sein zumindest. Ja. Super. Sehen wir den jetzt schon? Nee, wir müssen... Du bist, glaube ich, dahinter, dann quasi hinter dem Raum, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, kannst du schon da rechts rumgehen, denke ich mal. Du mal rein. Da sieht man natürlich wegen der Schrift dann nicht, aber. Das ist, glaube ich, eine Wand, aber du kannst ja erst eine Tür drin lassen. Muss ich auch ausprobieren. Du bist noch in den Lüftungsschalter, funktioniert das Ding nicht. Ja, genau da können wir dann lang gehen. Guck ich mal hier noch in dem Bereich rum gerade, ob hier noch was ist. Alter, wie oft willst du noch auf und zu gehen? Ne, wenn du immer dahinter stehst. Da ist nichts okay. Da hoch geht's auch nicht. Ja, da ist nur ein alternativer Zugang. Ja, sehr schön. Okay, dann kannst du jetzt da ins Kommunikationszentrum gehen. Da ist ein Speicherpunkt. Da ist Neuverkabelung. Ist das wieder dieselbe? Ja. Ist dieselbe. Ne, von dem hier unten aber doch noch, oder? Ne, du siehst immer nur die beiden Räume. Ja. Zugang und Communication. Richtig. Da ist eine Leuchtfackel. Komm, wir speichern jetzt gerade erstmal. Da liegt was auf dem Tisch. EMP, sehr schön. Gucken uns gleich an. Ja, dann bau doch mal ein EMP. Kann ich da drin machen, oder? Ich glaube schon. Man geht nicht, okay. Links. Oha, da werden wir dann endlich mal Stuff los. Ladungspacks 3 Stück. So eine kleine Impfpistole, aber ja, mach mal. Also wir haben es ja. EMP-Vorrichtung detoniert beim Aufprall und der folgende elektromagnetische Puls setzt nicht industrielle Syntheten vorübergehend außer Gefecht. Durchplatzieren wir die Vorrichtung zu einer Annäherungsmine. Okay. Ja, also können wir uns auf jeden Fall ein bisschen gegen die Syntheten wehren. Ja. Da ist auf jeden Fall einer drin, ne? Direkt vor dir? Da hinten? Ne, der hat den Rücken zugedreht, aber... Da? Ist das nicht einer? Nee, ist keiner. Sah nur so aus. Oh Gott, ich sehe da auf jeden Fall nichts. Muss nichts heißen, muss, weil du im Normalfall das besser siehst, aber... So, hier drin sollen wir jetzt auf jeden Fall andere Kommunikationseinrichtungen suchen. Man kann natürlich immer noch sein, dass hier einer rumpatrouilliert. Aber aktuell höre ich auch nichts. Also, oder spüre nichts, eher gesagt. So, von da unten wären wir gekommen, oder? Dann gucken wir auf die Karte. Ich glaube, wir wären von hier vorne irgendwo vor uns gekommen, ja. Oder von rechts halt. Ja, von der rechts hätten wir auch hier hochgehen können. Ja. Also hier, wo du genau drauf zuläufst quasi, ist das, wo wir hin müssen. Ist halt die Frage, ob du erst das andere erkunden willst, bevor du hier irgendwo rantatscht. Ich kann hier einmal drum rumlaufen, so gesehen. Ja, oder nach da unten gehen, ne? Da unten waren wir auch noch nicht. Ja. Aber von da hätten wir auch, also Print... Ja, da kann trotzdem irgendwas liegen, meine ich. Ja, das ist natürlich. Ein Container richtig. Mit einem Stuff drin, weil wir haben jetzt gar nicht mehr so viel. Wir gehen lieber hinten rum. Nicht, dass da vorne irgendwas. Erstmal auf L2 kommen. Beim Kratzen. Was hast du eigentlich mehr mit dem Hammer, ey? Das... Fühle ich mich sicherer. Ja, das hilft bestimmt gegen das Alien. Bestimmt. Also gegen die Syntheten vielleicht. Gegen das Alien, not so much. Schön warten, bis hier der komische Kopf aus dem Maul kommt. Und dann. Bam! Mhm, genau. Da ist doch schon mal bitte wieder. Da hinten liegt auch was auf dem Tisch, rechts, glaube ich.